guten Zuckerschnuten. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich begrüße euch heute zu einer neuen Kooperation. Ihr wisst, habe ich ja so einige Kooperationen mittlerweile sein gelassen. Das merkt ihr ja an meinem Content und habe jetzt aber eine Kooperation mit Artdot begonnen. Ihr habt auch gleich vorweg einen Code, wo ihr 10% sparen könnt und mir damit etwas Gutes tut, mir in meinem Kanal, nämlich Melli 10. Ja, da ist da oben, seht ihr ja, da könnt ihr sparen, wenn ihr direkt bei Artdot bestellt. Ich habe mir etwas aussuchen dürfen und nein, ich habe nicht die Mappe genommen. Natürlich war die Mappe, die große, schöne A1-Mappe, schon echt der Hingucker. Die liebe Heidi hat die vorgestellt und auch die Janine. Aber ich habe mir gedacht, nee, die willst du eigentlich nicht. Wohin, ne? Nee, das willst du nicht. Ich schwärme ja nur schon lange und der Karton ist dick und groß und ihr wisst bestimmt, was hier drin ist. Es musste ein neuer Koffer sein. Ich liebe diese Koffer. Und wie ihr wisst, ihr seht ständig in meinen Videos irgendwelche Koffer. Aber wisst ihr, was ich noch total toll finden würde? Vielleicht ist das sogar mal noch nicht für meinen Shop. Mal gucken. Aber ich liebe Medizinbecher. Mehr sage ich nicht dazu. Das wisst ihr. Aber diesen Koffer musste ich unbedingt haben. Ich musste ihn haben. Erstens, ihr seht es schon, ne? So, wir packen den mal aus. Ich habe mir den 240er Artdot Koffer ausgesucht. Ihr Lieben, ihr wisst gar nicht, wie ich mich freue. Vielen lieben Dank, Artdot, dass ich mir diesen Koffer aussuchen durfte. Dass ich mir überhaupt was aussuchen durfte. Danke für den Affiliate-Code, überhaupt für das Affiliate-Programm, dass ich da mitmachen darf. Und vor allen Dingen, dass ich einen Code bekommen habe für meine Zuschauer. Und ihr Lieben, es muss jetzt endlich orange sein. Ich habe schon einige Koffer, das wisst ihr, wie gesagt, ne? Aber jetzt habe ich den 240er. Ganz ehrlich, ich wollte mit den anderen eigentlich auch noch den noch größeren. Aber ich dachte, nein, jetzt erstmal den. Weil ich nicht vorhabe, so ein Riesenbild zu painten mit so viel Farben. Und ich ganz ehrlich auch gar nicht weiß, wohin. Das wird jetzt mit dem 240er Koffer schon echt kompliziert. Ja, aber wir machen das mal auf. Hier, der ist schön eingepackt in einer ganz tollen, in so einer mäßigen Folie. Das mag ich ja, ne? Das ist so eine glatte, so eine Klavasterbaube. Folie, sondern so eine mäßige Folie, die mag ich ja total. Versand war wahnsinnig schnell. Ich muss es doch aufschneiden. Kriegst du das sonst nicht raus? Ne? So. Oh, hier hinten haben wir sogar draufstehen, was drin ist. Seht ihr das? Das. Den Koffer. 240 Flaschen. Wir haben 3 Painting-Stifte. 8x Wachs. Und ein Chip. Hier haben wir die Größe stehen. Ach, hier haben wir noch mehr. Ein Silikon, wie ist der? Trichter? Hier ist das Schiff. Straight mal. Das ist hier in der. Nee, das ist die Pinzette. Das sind die Bags, also die Klopverschlussbeutel, die Sticker. Und was ist. Oh ja, wisst ihr, mein Englisch ist nicht das Beste. Ja, aber was Straight. Tweezer ist Pinzette, das weiß ich. Tray sind die Schiffe, da sind 2 drin. Wir gucken. Lacht mich nicht aus. Ich habe mir ausgesucht den orangenen. Wisst ihr warum? Weil hier Koala-Bären drauf sind und kleine Vögelchen. Die habe ich gesehen und dachte, das brauche ich. Und was ich aber gar nicht gewusst habe, ist, dass da hier 2 Reißverschlüsse sind. Das ist ja noch mal viel besser. Seht ihr, so gucke ich mir das an. Ne? Hier haben wir noch Blümchen. Hier haben wir noch ein Ara. Ein Krokodil. Das ist so ein, ja, Tier. Geh
Kenne ich auch, aber fällt mir gerade nicht ein. Oh, wie hieß es denn? Ja, egal. Auf jeden Fall ist der riesig groß und dick. Wir haben eine Größe von 33 mal 28 mal 20. Den könnte man tatsächlich als Handgepäck nehmen. Im Flugzeug. Ja. Ta, 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 ta. Wie kam das überhaupt zustande? Ah, dort hat mich angeschrieben. Ah, dort hat mich schon mal angeschrieben. Da war ich noch keine Kleinunternehmerin. Da ging das schon hin und her und hin und her. Und da war ich mir total unsicher und habe gesagt, nee, das muss noch warten, bis ich Kleinunternehmerin bin. Das war mir einfach zu heikel und habe das vor mir hergeschoben. Hab dann schon ein paar Mal bei Arthur reingucken und dachte, Mensch, schreibe ich es jetzt mal an, weil das kann man ja machen, ne? Ach, ich habe es dann sein gelassen. Und ja, und jetzt hat Arthur mich selber angeschrieben nochmal. Ich mich total gefreut, war mir erst unsicher und hatte nochmal mit der Heidi geschrieben. Und ja, und jetzt habe ich es doch gemacht, weil ich den Koffer, ich liebe diese Koffer. Ich komme da auch nicht umhin. Ich habe ja neben mir meine Sammlung stehen, da habe ich sie stehen. Ich habe extra die rausgeholt, um euch noch schnell dann mal zu zeigen, was ich schon für Koffer habe. Aber das ist der Koffer, den ich jetzt direkt von Arthur bekommen habe. Mit den ganzen Dingen. Das ist das Aufklebeschick. Das ist der Silikontrichter. Und ich muss sagen, die werden immer besser. Ihr habt ja bei den Artot-Koffern immer so ein, außer bei den 30ern, da war, weiß ich jetzt gar nicht, ich habe ja die 30, da war das nicht, das kann ich gar nicht sagen, habt ihr immer die Silikontrichter dabei. Und am Anfang fand ich, wo ich meinen allerersten Koffer gekauft habe, fand ich das eine Katastrophe. Das war nicht schön. Nee, das war echt nicht schön. Ach, hier. Ja, genau, straight, gerade. Der Schieber. Naja, egal. Wir haben eine Plastik-Pink-Seite, die sind natürlich nicht so toll, aber ihr wisst. Drei Stifte standen hier. Gut, wir haben vier. Ihr habt verschiedene Aufsätze. Steht das drauf? Nö, steht nicht drauf. Also das sind die gleichen. Das wird ein 9er sein. Dann wird das ein 7er oder ein 6er sein. Und das ist ein 3er. Genau. Dann habt ihr hier die Tütchen, die Druckverschlussbeutel. Wir haben zwei kleine Schiffe. Eine Menge Wachs. Der ist sogar groß. Das ist so ein großer Wachs hier, ne? 8 mal. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Das sind sogar 10. Dann nochmal Zettelchen. Und das große Schiffchen. Also wir haben genügend Zubehör, um direkt starten zu können. Ihr könnt sofort lospainten, ob eckig oder runde Steine. Ist völlig egal. Ihr habt hier genug drin. Ihr habt ein komplettes, großes Toolkit mit allem, was ihr braucht. Sogar ein gerade Schieber, den ich immer sehr gerne nutze, um die Luftblasen rauszuschieben. So, jetzt machen wir hier oben wieder rein. Und zwar zeige ich euch das hier nochmal. Hier oben habt ihr ein Netz. Und das Netz, würde ich sagen, ist so, also das ist der Deckel hier. Der ganze Deckel. Das sind schon ein paar Zentimeter, ne? Und da könnt ihr so viel reinmachen. Ich würde jetzt sagen mal 3 cm sagen. Ja. Und da könnt ihr genügend reinmachen. So, dann habt ihr hier eine Schicht. Mal gucken. Die kann man rausnehmen und ihr habt hier diesen Zwischenboden. Ne? Weil ihr habt hier die zwei Reißverschlüsse, haben wir ja gesehen. Und habt ihr einen Zwischenboden. Da haben wir 80. Also wir haben jedes Mal 80 Flaschen und das sind auch die großen Flaschen. Ne? Da gibt es, glaube ich, noch... Oh, die sind gut. Die sind richtig gut fest. Das finde ich toll wieder. Ich finde das toll. Ne? Ihr kriegt die gar nicht erst gleich auf, aber dann geht das natürlich. Aber ich finde das gut, wenn die so fest sind. Es gab auch schon mal welche, die waren nicht so fest. Ja, sehr gut. So, wie gesagt, 80 Flaschen oben mit dem ganzen Zubehör. Und das kriegt ihr ordentlich wieder zu. Jetzt ist mir gerade ein Gnome-Cover an meinem Stativ abgegangen. Das geht ja mal gar nicht. So, jetzt machen wir noch das andere aus hier. Und gucken mal da rein, was da so Schönes drin ist. Ne? Aber eigentlich wisst ihr es ja. Hier ist dann die Rückseite von dem Boden, den wir gerade gesehen haben.
Ich lehne das ja wieder an. Und hier haben wir dann nochmal 2x 80 Flaschen. Jetzt war alles ab. Meine ganzen Gnomis. Ja, die sind hier zusammengegangen. Guckt. Die hat die liebe Heidi übrigens noch. Kannst du mal gucken. Ich muss die erstmal wieder dran machen. Ja? Ihr wisst ja, meine Gnome sind mir wichtig. So. Also. Ihr habt jetzt hier eigentlich ein leeres Fach. Und wenn ihr was anderes hier reinmachen wollt, könnt ihr natürlich auch was anderes reinmachen. Ja? Aber wir könnten hier auch. Da passen zwei Bilder rein. Da passen zwei Bilder rein. Also hier oben passen noch zwei Bilder. Also kann ich rein und 6 Bilder hier reinmachen mit je 40 Farben. Das ist schon eine Stange, ne? Oder wenn ihr ganz normale kleine Bilder macht, die vielleicht so 20, 22 Farben, dann passen ja noch mehr rein. Da passen ja ganz viele rein. Da passen ja mega viele rein. Viele, viele, viele passen da rein. Oh, das ist so cool. Oder ihr habt ein Riesenbild mit 240 Farben, gibt es natürlich auch, ne? Aber das steht mir jetzt nicht an. Ihr wisst, ich habe ein Bild mit 100 Farben, das reicht mir vollkommen. Da bin ich aufgebraucht. Ja, das ist mir eigentlich schon zu viel. Aber das ist ja... So, wir machen das erstmal wieder hier rein. Damit kann man auch basteln. So, jetzt habt ihr meinen neuen, großen 240 Flaschen Koffer gesehen. Und ich freue mich. Von unten sieht er natürlich genauso aus wie von oben. Ne? Das sind... Hier ist sogar noch ein Känguru. Beutelmaus? Hm. Schön, oder? Ich finde die toll. Und das kann man hier ein Stück reinfahren. Da ist das nicht so ganz weit oben. Und dann kann man das rausziehen. Das finde ich toll. So, das ist mein 240er. Denn der ist jetzt neu. Dann habe ich zweimal den hier mit 120 Flaschen. Da habt ihr jeweils 60 Flaschen. Na, jeweils 60 Flaschen in zwei. Den gibt es noch. Den habe ich zweimal. Dann habe ich ja, hier ist noch mein Purple Cake drin, den 660er Koffer. Na, mit 60 Flaschen. Den habe ich einmal schwarz mit Violett. Den habe ich einmal Türkis. Im Türkis, schwarz mit Türkis. Da habe ich noch mein Bild drin vom Erdbeer-Event. Ja, ihr wisst, habe ich erstmal zur Seite gelegt und da liegt es auch noch. Ja. Dann habe ich den noch. Guck, den habe ich auch noch nicht benutzt. Den finde ich auch sehr, sehr schön. Das ist auch ein 60er Koffer. Dann habe ich 430er. Einmal mit Türkis, einmal mit Violett, einmal in Grün und einmal in der Farbe hier. Das sind die Steine drin vom Open-Bild von meinem Schwiegersöhnchen, was er eigentlich für meine Tochter painten will. Muss wohl an mir hinbleiben. Genau, also ihr seht, es ist ordentlich. Achso, und den habe ich ja zweimal. Und da sind noch zwei Bilder zum Down-Kitten drin. Das machen wir noch zusammen. Aber ihr seht, ich habe ganz viele Koffer und ich freue mich. Ich liebe diese Koffer. Ihr wisst, ich habe verschiedene Sortiersysteme. Und das Coole ist, ich habe jetzt so viele Events sind immer gedacht, Mist, wo mache ich es denn jetzt hin? Und jetzt habe ich echt mal meine ganze Sammlung. Ich habe das nämlich in so einem Ding hier von Ikea, hier so eine Box, ja. Und da habe ich die drinne und im Regal drin. Aber irgendwie, ja, das wird jetzt langsam eng. Da muss ich mir was einfallen lassen. So kann ich sie noch reinmachen, aber so langsam wird es eng. Was ich cool finde hier ist, also das ist, weiß ich jetzt nicht, ob das daran liegt. Nee. Ich vermute, dass das ein älterer ist. Die haben jetzt hier auch so ein Gummi. Aber ich finde bei denen halt schön, das ist nicht so ein Ding. Ne? Bei den kleinen reicht so einer zu. Und dann kann man den super hier ranlegen. Und dann passen die hier auch schön in meine Kiste rein. Ja, passen hier sehr, sehr gut rein. Also, da passt auch der vierte eigentlich noch rein. Wartet mal. Wartet. Da, das ist meine Kiste. Na, hier passt jetzt der vierte 30er noch rein.
Und dann passt hier noch einer drauf. Ein 60er. Und dann könnten hier eigentlich vielleicht auch noch. Ja, ein 30er geht. So geht es. Also könnte ich jetzt noch ein 30er bestellen. Und dann, ja. Aber das müssen wir noch downkitten. Also ihr seht, ich habe eine schöne Sammlung. Wie gesagt, der andere 120er, der ist noch voll. Der 60er hier mit dem Lila ist ja noch voll. Ne? Dann habe ich den kleinen in dieser Farbe, der ist auch voll. Und den hier in der 60er Fläschchengröße, der ist auch noch voll. Also vier Koffer sind voll. Also habe ich jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ich habe 10 Koffer. Ich bin reich an Koffern. Ich liebe die Koffer. Die sind alle von Artdot. Die gibt es auch alle. Könnt ihr gerne mal bei Artdot gucken. Und wie gesagt, es gibt dann auch noch den 420er. Noch eine Nummer größer. Aber ihr seht ja, der ist schon 20 cm hoch. Eigentlich seht ihr ja mein Fach, wo meine Koffer reinkommen. Ja, aber irgendwie passt da nichts mehr rein. Wenn ich jetzt den 120er da reinmache, da passt da fast gar nichts mehr rein. Also, wie ihr seht, ich muss unbedingt anbauen. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig. Ne? Ich muss anbauen. Aber der ist von Artdot neu. Ich freue mich riesig. Da passen viele Bilder rein. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich das tatsächlich dann irgendwann mal in so einem paintreichen Monat mache. In so einem eventreichen Monat mache. Da würde sich tatsächlich sogar der August anbringen. Aber. Nö. 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 Vielleicht doch lieber im September. Mal gucken. Und ich bin aber auch immer so, wenn das so neu ist, ja, ich will es immer gar nicht verwenden. Kennt ihr das? Oh, das ist so schön. Und dann kann man den so schön mit rumtragen, ja. Und das Krasse ist ja, der hat ja schon ein Gewicht, ja. Aber wenn dann die ganzen Steine noch drin sind, dann ist er noch schwerer. Krasse Sache. Ganz, ganz toll. Also ich gehe gerne mit meinen Koffern auf Reisen oder fahre mit meinen Koffern in den Urlaub. In den Garten, ne? Den hatte ich jetzt auch schon mal. Ah nee, Purple Cake hatte ich nicht mit im Garten. Glaube ich? Nein. Aber ich hatte oft schon so einen Koffer mit im Garten. Aber Purple Cake hatte ich ja mit im Urlaub in der Türkei, das wisst ihr ja. Genau, also es funktioniert alles. Und da war nichts durcheinander, das war alles schicki. Ich freue mich. Vielen Dank, Artdot. Liebes Artdot-Team, für die Möglichkeit der Vorstellung des 240er Koffers. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Spart gern 10%, wenn ihr über Artdot direkt bestellt. Da würde ich mich freuen. Und ja, die sind so toll, die Koffer. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, egal wann ihr das Video schaut. Ich wünsche euch einfach alles Gute, viel Spaß bei euren Hobbys. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, bei Mellys Painting-Ecke kommt ein neues Video. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.